Morgen, morgen, Mensch Midgards. Wir sind wieder in Frostpunk. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Der Sturm ist quasi unser nächstes Hindernis. Das Ganze hat etliche Ziele. Da haben wir zum Beispiel, dass wir noch was erforschen müssen. Die Generatorleistung. Wir müssen die Überlastungskupplung erforschen. Die Überlastungskupplung erforschen wir auch gerade schon. Wir müssen irgendwie noch aus einer Eisspalte, einer Schneehöhle und einer tiefen Senke Leute retten. Das sind wohl die drei Gebiete hier in der Nähe von mir. Da sind die Schneehöhlen, da ist die Eisspalte und da ist die tiefe Senke. Hier ist noch ein Lager, irgendwie Lager Meteor, weiß ich noch nicht. Dann müssen wir alle Speer und Außenposten zusammenziehen. Das heißt, die 100 Rohnahrung, die wir hier liefert bekommen, verschwinden und die Kohle verschwindet. So, was die Nahrung angeht, da haben wir mittlerweile, weil der Schneesturm wohl irgendwie eine ganze Weile geht, wahrscheinlich so 7 Tage, wie ich das so verstanden habe. Jetzt haben wir die Nahrung, aber die Kohle reicht nur für 2 Tage. Das heißt, wir müssen hier irgendwas reißen, dass wir hier noch Kohle reinhauen in den letzten 6 Tagen und 8 Stunden. Ja, wir sind mittlerweile glaubenstechnisch sehr weit vorne. Die haben keine Hoffnung mehr, sie sind einfach nur ergeben. Und Unzufriedenheit ist gerade auf Null, also wir sind absolut zufrieden. Alles wunderschön bei mir. Ein paar Notfallschichten haben wir, damit die Forschung schneller läuft. Hier ist ein Haus, irgendwie, was die Wärme nicht abkriegt. Das schauen wir uns aber gleich mal an. Wir haben noch ein paar Leute zur Arbeit Möglichkeiten übrig. Ja, und die müssen wir halt irgendwie, wie gesagt, in der Kohleproduktion reinpumpen. Das Ganze aber wie immer nach dem Intro. So, also fangen wir an. Wir machen die Zeit mal wieder starten. So, mit der 1 reicht auch. Da es hier kalt ist, könnten wir das Haus entweder umbauen oder wir machen den hier an. Jetzt ist es da wärmer in der Ecke. Das ist ja nicht schlecht. Das ringsherum übrigens, machen wir mal da weg, arbeiten mittlerweile in allen Sachen Maschinen. Die habe ich auch schon, glaube ich, einmal aufgewertet, dass die besser werden. Oh, was haben wir da? Nächstes Ereignis. Ein neuer Anfang, der neue Glaube. So, Sir, eine Gruppe von jungen Männern hat sich bei einem Haus versammelt. Sie behaupten, dass die Familie, die dort wohnt, Symbole der alten Religion versteckt. Sie wollen sie vertreiben, um die Stadt zu säubern. Die Familie sagt, dass es sich um wertvolle Relikte aus der Zeit vor der Katastrophe handelt. Sie möchten sie erhalten. Lass die Familie in Frieden, die Unzufriedenheit steigt an, oder schafft ihre Relikte weg, die Unzufriedenheit sinkt. Ja, wir schaffen das mal weg. Die alten Bücher, die alten Geschichtsaufzeichnungen brauchen wir alle nicht mehr. Es gibt bloß noch meinen Glauben. Völlig übertrieben hier. So, die Forschung geht ja völlig ab. Wir haben irgendwie so wenig Stahl. Warum haben wir so wenig Stahl? Mal vielleicht ein bisschen rumdrehen hier. Machen wir so, das sieht so komisch aus. Hier arbeitet eine Maschine, hier aber noch nicht. Wie viele Maschinen habe ich noch? Keine. Gut, die kosten ja so viel. Okay, dann habe ich ein bisschen geschwindelt. Ich habe die in Holz verteilt, war ja. Weil hier eiskalt ist. Und da oben habe ich zumindest noch Wärme. Genau wie in der Kohle. Genau. Ist noch eine Arbeiter drin. Naja, zumindest haben wir 6 Maschinen, die ja irgendwo rumbasteln. Was haben wir denn hier? Hier fehlt auch einer. Warum das denn? Hab doch Leute. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Der Dampfkohlengenerator baut nicht weiter. Wieso? Funktionsfähig ist er aber. Lagerkapazität ist erreicht. Hier liegen 1067 Kohle rum. Aber wir haben doch schon 4 volle Sammler. Das heißt, wir könnten hier noch einen Sammler mehr hinbauen. Verstehe ich das richtig? Noch eine bessere Sammelstelle? Noch eine Sammelstelle einfach mehr? So? Machen wir doch einfach. Wir haben die Leute. So, die Speer sind in der tiefen Senke angekommen. Da gibt es weitere. Ja, das sind Überlebende, wie wir schon verstanden haben. Ja, kommt mit nach Hause. Oder kommt mit in meine Stadt. Die laufen jetzt beide zurück. Okay. Das heißt, einer muss nochmal dahin gucken, einer dahin. Und dann auf dem Rückweg die aus der Eisspalte mitnehmen. Gut, Stahl ist halt immer noch so ultra wenig. Wir brauchen noch mehr Häuser. Wobei, wir brauchen auch noch erst die Forschung. Wir warten erstmal die Forschung ab. Wie viel Stahl das frisst. Die arbeiten jetzt wieder nicht, weil die 24-Stunden-Schichten um sind, ja. Und hat Abklingzeit. Okay.
Dann wird halt mal über Nacht nicht geforscht. So, haben wir jetzt noch irgendwas dazu? So, dann pumpen wir doch hier 10 rein. So, warum arbeitest du jetzt nicht mehr? Belastungskupplung ist jetzt erforscht. Wir stoppen mal kurz die Zeit. Weil momentan ist die Zeit echt sehr wichtig. Die Generatorleistung 3 ist leider erst hier unten. Das heißt, ich muss das forschen. Ich brauche 100 Stahl zuerst. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste momentan. Wobei, bis hier 100 Stahl haben. Gibt es irgendwas, was kein Stahl benötigt beim Forschen? Das braucht auch schon 25. Kohle, Minenkohle, Dampfminen und fortschrittliche Kohle arbeiten 10% effizienter. Wäre halt auch nicht schlecht. Holzkohle-Miner produzieren 33% schneller. Komm, wir nehmen das. Wir brauchen mehr Holzkohle und das macht auch mehr Holzkohle. Das mit dem Generator ist noch 6-7 Tage Zeit, das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin. Insofern wird das schon. Ich sehe gerade nur einer drin, stimmt. Weil wir ja 3 Prothesen noch haben, braucht der eine nichts machen. Das könnt ihr noch rausziehen, dann ist das Gebäude leer. Okay, sind neue Leute wieder da? Sind 90 Kranke oder was? Ne, sind alle wieder fit, okay. So, dann machen wir die Fabrik da erstmal so lange aus. Was haben wir hier? Speisehaus ist funktionsfähig, kann aber nicht mehr arbeiten, weil wir genug so viel Nahrung eingelagert haben, dass nicht mehr reinpasst. Wir bauen mal kurz ein paar Häuser dazu. Beziehungsweise wir müssen ja auch noch welche ausbauen. Also ich, stimmt. Okay, irgendwo ist hier eine Stelle, da passt ein Haus drin. Aber das war, glaube ich, auch so eine Stelle, wo die Wärme nicht hinkommt. Also ungünstig. Wir könnten hier und hier noch eins hinsetzen. Dazu noch den Weg hier erweitern. So, dann, es kommen ja noch mehr neue. Hey, warum ist denn das jetzt so komisch? Ich bin doch beim Haus. Da habe ich was Falsches getroffen. So, wir wollen ja dafür sorgen, dass hier auch noch Häuser weiter aufgewertet werden. Und hier sind gar keine Häuser mehr übrig. Wieso? War es da kalt oder habe ich da was abgerissen? Ich glaube, da habe ich die Sanitäter abgerissen. Sanitär, für Quatsch immer. Hier ist doch warm in der Ecke, oder nicht? Wärmezone plus 3. Wärmezone plus 3, ja. So, wir haben die nächste Forschung durch. Wir bauen hier noch 2 Häuser zwischen. Da müssten wir ja genug haben für die Leute, die wir hier ranholen. So, jetzt haben wir leider keine 100 Stahl mehr. Verdammt. Wenn ich das nochmal abbreche. Ich baue die Häuser doch noch nicht. Wir machen erst die Forschung an und drücken es dann an. So, hier die letzte Stufe. Perfekt. So, der eine, den müssen wir hier noch was machen lassen. Der ist ja da angekommen. Schicken wir den zum Meteor, weil er der erste ist, wa? Ja. Ist das hier die Schneewolke oder was ist das hier? Oh, guck mal, da sind die ersten Sachen schon. Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss die ja langsam zurückholen, wa? Wie weit sind denn die bis da? Die machen wir also schon mal abbauen. Und die anderen, die sind hier in der Kohle, hier unten. Die. Ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich denn noch? Sind ja irgendwie noch 6 Tage, oder nicht? 5 Tage und 16 Stunden. Dann lassen wir die nochmal eine Tour machen, oder? Wir brauchen einfach die Kohle. Die ist halt das, was gefährlich ist. Im Notfall muss der Trupp halt sterben. So, wir haben 26 Obdachlose. Warum? So, können wir die ja wieder demontieren, sozusagen. Also wieder auseinandernehmen. Brauchen wir die noch? Können wir die wieder entfernen irgendwie? Das weiß ich nicht. Ich hätte sie gerne halt. Na gut, dann sind sie erstmal nur zu Hause. Stört halt bloß, dass das seine Seite die ganze Zeit jetzt rot ist.
So, was mit euch? Ihr lauft dann nach dem Kompasslager. Und auf dem Rückweg holen sie denn die Menschen da ab. Jetzt haben wir schon 44 Obdachlose, ja, weil die ganzen Hütten gerade aufwerten. Aber wir können jetzt wieder eine Hütte bauen. Na dann weiter. Wir brauchen brauchen mehr Lager für Kohle. So, ansonsten, ja, macht mal hier die Häuser da fertig, damit die Obdachlosen da wieder Häuser haben. Zack, zack. Braucht aber auch lange. Zack. Zack, so, jetzt haben wir doch die Häuser wieder. Die Kranken explodieren gerade. So, wir haben eine hungrige Mutter. Entweder zwei Essensrationen oder die Regeln nicht umgehen lassen. Ja, Hoffnung ist mir egal. Brennender Glaube. Die Glaubenshüter sollen das unterbinden. Unzufriedenheit steckt an. Wir müssen neu anfangen. Ja. Gut. Was ist hier los? Die Anlage wurde geschlossen. Ja. Ich habe hier so ein paar Sachen ausgemacht. Das stimmt wohl. Kohlemine ist eiskalt. Und dabei ist sie doch schon warm an. Dann müssen wir hier leider mit anmachen. Es ist gerade wieder so kalt draußen. Ist natürlich blöd. Dass die Leute hier alle erfrieren. Wir brauchen mehr Kohlelager. Beziehungsweise, wie ist denn das mit unserem Holz? Machen wir immer noch Holz plus? Ich könnte die auch so arbeiten lassen. Ne, das ist glaube ich blöd. Dann haben wir noch mehr Kranke. Ne, wir machen sogar Holz mittlerweile minus. Etwa einen Tag hält das Holz noch. Das heißt, wir bräuchten theoretisch auch noch das Gebäude, was Holzbrand schaffen kann. Ich habe zu viel aufgewertet, wa? Dadurch, dass die Holzkohlenmeiler jetzt besser geworden sind, könnte ich fast im Notfall einen abreißen. Aber gut. Wir machen mal weiter fleißig. Neues Gesetz. Gibt es hier noch irgendwas, was uns gerade was bringt? Kampfarena für Unzufriedenheit ist unwichtig. Da gibt es ein Wirtshaus und ein Duellgesetz. Ne, verlängerte Schicht höchstens noch. Ja, das können wir machen. Das ist mir egal. Wir müssen ja mehr Kohle haben. Also arbeitet ihr jetzt hier einfach ab sofort alle Mann länger. Ja, Unzufriedenheit ist wie gesagt nicht mehr so wichtig. Sammelstelle. Sammelstelle. Sammelstelle und sind hier nur drei? Ne, das ist auch noch eine, oder? Ne, ist die Feldküche. Du bist noch eine Sammelstelle hier, oder? Ja. So, und der arbeitet auch nicht, doch. Muss er das denn die ganze Zeit produzieren, oder? Ach komm, Kamera. Ist jetzt noch ein bisschen wärmer. Ja, die Stelle wird ein bisschen geringer jetzt. Wir müssen die mal auch in längere Schichten arbeiten lassen. Ja, dann machen wir gleich drauf drücken. Dampfkohlegenerator, auch der wird von der Maschine betrieben. Der arbeitet sowieso 24 Stunden. So, Diebstahlaufstände. Was? Zwei Anwohner werden hingerichtet. Oder die Unzufriedenheit steigt erheblich an. Köche stehen weitere Nahrungsmittel. Das wollen wir nicht. Ein Exempel an ihn. Da gibt es keine Nahrung, die geklaut wird. Zwei Leute weniger. So, die Kranken. Warum sind das jetzt so viele? Wir können doch nicht noch ein drittes Krankenhaus hinsetzen, oder? Also vielleicht doch. Was sind das alles? Ja, Normalkranke, ja. Ach, jetzt ist doch gut hier. Ja, einige Vorräte wurden wieder beschafft. Ich bin gerade mit ganz anderen Problemen beschäftigt. Ich brauche die fucking Kohle. Ich brauche dafür mehr Lager.
Und ich muss halt auch noch mehr Kohle produzieren. So. Was ist hier los? Das ist einer von denen, die hingerichtet wurden, oder was? Noch irgendwo ein Gebäude, was nicht voll ist? Sehe ich zumindest gerade nicht. So, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen auch noch, dass die Häuser ausgebaut werden. Wir müssen gleich die Forschung, wenn sie fertig ist, noch vorantreiben. Was mit den Außenposten? Die sind unterwegs da. So, ja. So, wir sind in der letzten Ecke. Was haben wir denn hier? Kohle hoffen, wenn schneller produziert. Ja, wir müssen aber erstmal bei der Heizung gucken. Die Generatorleistung ist wichtig. 80 Stahl. Was haben wir hier? Die Generatorleistung steigt 25, Belastung 25, sinkt 25 schneller. Die Reichweite ist halt auch eine nette Sache. Die Heizkörper könnten noch besser werden. Die Effizienz der Heizkörper, okay. Wir könnten die Holzdinger effektiver machen. Mauerbohrer ist wahrscheinlich das, was am wichtigsten gleich wird. Da müssen wir auch noch welche reinmachen, damit wir genug Holz haben, oder? Deine Maschine denn reinsetzen? Ich weiß ja nicht. Unser Holz sinkt halt gerade. Ansonsten effizienteres Sammeln? Kommt Kohle, fortschrittliche Arbeiten zusätzlich 10% schneller, ist halt auch sehr wichtig. Ich brauche halt schneller die Kohle, ja. Da brauche ich zumindest kein Gebäude für bauen. So, macht mal hier fertig. Wir machen mal, dass noch mehr Kohle eingelagert werden kann. Und noch mehr Kohle eingelagert werden kann. Wird fertig. Und noch mehr Kohle eingelagert werden kann. Und noch mehr Kohle. Könnten wir schon etwa 3 Tage. Ja, das reicht immer noch nicht, die Lager. Sind immer noch zu wenig. Jetzt haben wir schon wieder Obdachlose. Müssen also irgendwie mit dem bisschen scheiß Stahl immer, was man hier hat, mal doch wieder ein paar Häuser noch nachlegen. So vielleicht. So. Die Forschung. Jetzt habe ich das alles ausgegeben, will er für die Häuser. Ach komm. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Fragen wir mal so. Noch 4 Tage. Okay, die Forschung kriegen wir in 4 Tagen, glaube ich, noch irgendwie hin. Ich wusste nicht, dass das so schnell geht. Effizienteres Sammeln kostet auch 25. Was haben wir denn hier? Die Roboter noch besser machen? Kostet 30. Ich glaube, die Roboter machen wir besser, oder? Neuer Automatenentwurf, was haben wir denn da? Noch billiger. Nö, das lohnt sich jetzt, das schaffe ich nicht mehr. Das lohnt sich auch nicht mehr. Vielleicht weiß nicht, ob nach dem Sturm noch was kommt oder ob das die Endkrise ist. So, macht mal ein bisschen Stahl ranholen. Danke. Die Roboter noch ein bisschen effizienter machen. So, was haben wir denn hier oben? Hier fehlt einer. Und fehlen hier immer wieder Leute. Nahrung ist halt absolut voll, ey. Ich müsste mich auch nochmal da immer andrücken. Nee, da. Reicht für 7 Tage. Komm, wir machen noch, versuchen ein bisschen mehr rauszuholen. Jetzt wollen wir mehr Leute haben. Es soll ja 7 Tage halten. Nicht, dass das jetzt durch die mehr Leute denn auf 6 Tage runterfällt und wir den letzten Tag hungern müssen. Zumindest die Nahrung funktioniert. Wir brauchen noch viel mehr Kohle. Wir brauchen irgendwie doppelt so viel Kohle. Wie mache ich das denn? Was zur Hölle? Noch ein neues Gesetz. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Nein, ich gibt es ja nichts mehr. Ist hier unten noch was? Nö. Wir haben alle Richtungen hier. Das ist die olle Kampfarena, aber die brauche ich halt auch nicht. Die Unzufriedenheit interessiert mich halt gerade gar nicht. Eine kranke Zusatzration geben, damit die Genesung schneller ist. Das machen wir mal noch, komm.
Wo ist denn mein zweites Krankenhaus überhaupt? Da ist das zweite und das ist. So, das sind die Sanitätsstationen, ja. Wie viele Nahrung gibt es denn da mehr? 10 für einen Tag, ja, das interessiert mich ja nicht. Hauptsache, die werden alle fit jetzt nochmal schnell zum Ende hin. Ja, komm, machen wir hier auch noch. In den kleinen Häusern machen wir das jetzt nicht. Aber damit müsste das doch jetzt hier gehen, oder? Da brauchen wir noch eine halbe Stunde. 10 Einwohner sind gestorben. Warum das denn? An Tag 39 starben 10 unserer Leute. 10 starben auf Expedition. Jane, bla 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 bla. Wie bitte? Auf Expedition. Hey, ich habe die doch zurückgeholt, oder nicht? Ich habe doch einen Expeditionstrupp zurückgeholt. Die waren doch schon bei mir zu Hause, oder nicht? Hä? Außerdem heißt es doch, ich habe noch 4 Tage und sowas Zeit. Was soll denn der Quatsch? Na gut. Hier gibt es auch Überlebende. Na dann ab mit dir nach Hause. Gibt es noch mehr? Verstärkte Hütte, Eishöhlen. Ich dachte, das ist ja blöd. Ich dachte, ich krieg alles erforscht. Na, dass die Truppe da tot ist, finde ich jetzt Quatsch. So, was haben wir denn? 12 Bewohner werden die Stadt für immer verlassen. Betrunkener Schwarzseher, schickt sie nach Hause. Ja, die sollen sich ausmisch vorbei. Also verbannen ist auch nicht so verkehrt, oder? Hm, sie sind ja betrunken und belästigen Frauen und so ein Kram. Ja, brauchen wir nicht, weg mit denen. Wir haben hier noch Arbeiter. Umso mehr wir verlieren, umso weniger müssen sie fressen. Die paar Hanse kann ich immer noch ersetzen. Ich kriege ja gleich ein paar neue noch dazu. Haben sie jetzt selber Schuld? Wir müssen jetzt hier durch den Winter kommen. Also durch den... Ja, Ausposten ist gescheitert. Ja, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Da steht, ich habe 4 Tage Zeit für dieses dumme Ereignis. Ja, komm, bau den Quatsch ab. Ich weiß ja nicht, wo die gerade sind, ob die nochmal geliefert hatten oder nicht. So. Ach, ich habe die nicht zurück nach Hause geschickt oder was? Ich muss nochmal so machen. Die standen da oben noch rum. Ach komm, das ist doch nicht euer Ernst. Ist doch logisch, dass die denn zurücklaufen sollen, wenn ich den Außenposten abbaue. Was man hier alles achten muss, wie so ein kleines Kind hier, ey, so eine Deppen. So, sind die Kranken denn mal langsam mal fertig da, verpflegt. So, erforscht mal den Quatsch. Gibt's da was? Hier gibt's gar nichts. Das heißt, ich bin da umsonst in die Rand. Na geil. Was haben wir da? Verstreuter Konvoi? Großer Krater. Aber da kommt schon die Eiswelt. Ich weiß nicht, ob das noch so gut ist. Riskieren wir das jetzt einfach. Ich sehe halt hier leider keine hundertprozentige Kante. Aber die sind halt auch nicht die schnellsten. Na komm, den macht man nach Hause zu ungefähr. Dann ziehen wir die jetzt zurück. Bevor wir noch mehr von den Heizköpfen verlieren und es nach dem Sturm weitergeht und wir nichts mehr haben, das wäre ja auch dumm. So, warum läuft denn hier die Forschung nicht weiter? Und erstmal, was ist hier mit dieser dreckigen Unzufriedenheit? So. Ach, das hätte man vielleicht erst danach machen sollen. Notfallschicht. Notfallschicht. Notfall. 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 Gut. Jetzt forschen sie jetzt den ganzen Tag. Ah, hört doch mal auf jetzt hier mich zu stören. So. Hier machen wir noch ein bisschen Unzufriedenheit senken. Wo ist denn hier das Glaubenshütergebäude? Da. Die anderen Sachen kann ich noch gar nicht mit dem Peitschen und so ein Kram. Ist auch noch am Abklingen. Na gut. Dann machen wir einfach so weiter, wie es ist. Was haben wir hier noch? Bitte die Glaubenshüter so zu motivieren. So, macht einfach. Die sind immer noch am Suchen? Ne, was finden die? Also die bringen ja die 18 Ingenieure mit. Die Nahrung reicht für etwa 17, für 3, ja. Was soll ich denn noch mit der dummen Kohle machen? Mal ganz ehrlich jetzt. Ich
produziert doch schon 3000 mehr, aber das reicht halt immer noch nicht. Wie soll ich das reißen? Noch irgendwie eine Effektivität machen vielleicht, dass die Dampfzentren noch besser werden. Die Kohlehaufen per Hand noch einsammeln lassen. Da liegen halt bloß noch 700, ja. Hier liegen 500. Ich glaube, die schaffen nicht mal mehr alles zu reißen, so. Ich müsste die jetzt auch noch also mehr Schichten geben im Notfall. Ja. Erstmal gucken wir uns die Forschung an, wenn die durch ist. Jetzt haben wir gleich kein Holz mehr. Scheiße. Wo sind denn hier die... Das Sägewerk hat auch bloß noch 107. Ach du Scheiße. Das da ist komplett leer. Mal, wir stoppen mal. Ich habe, glaube ich, einen großen Fehler gemacht. Das sind nur noch 58 und das hat 104. Ich glaube, ich habe mich gerade gekillt, weil ich gleich kein Holz mehr habe. So, wo sind denn die Dinger, die ja... Genau, die Holzkohlendinger. Ausmachen. Raus mit euch. Ich habe einen Roboter zur Verfügung. Auch du, wir haben jetzt so fast kein Holz mehr. Ausmachen. Raus mit euch. Ausmachen. Raus mit euch. Holzkohlenmeiler ausmachen, raus mit euch. Ausmachen und raus mit euch. Jetzt haben wir alle davon aus, oder? Nur die zwei Kohleminen sind noch an da oben. Oder die drei, die unten auch noch, die dritte. Gut, das heißt, jetzt müsste doch mein Holzverbrauch. Gut, jetzt mache ich mal nur Plus am Tag. Gut. Holz ist also wieder im Plus. Wie machen wir weiter? Die nächste Forschung ist durch. Rohstoffe. Wir brauchen den Mauerbohrer. Auch 20 Holz. Macht mal bitte. Was kostet das Gebäude? Nochmal 20 Holz. Oh Gott. Ach Mensch, was ist denn jetzt hier neu? Warum stoppt denn das immer so? So, das Gebäude hat abgerissen. Das bringt mir auch nochmal ein bisschen Holz. Verdammt, jetzt habe ich die Forschungsmöglichkeit. So, die 18 Ingenieure sind zurück. Häuser haben wir anscheinend genug. Hier läuft zu der Eisenspalte. Wie lange bräuchte der dahin? Einen Tag und 19 Stunden? Nee, das dauert ja zu lange. Das wird nicht mehr. So, ihr seid jetzt zu Hause. Wahnsinn. Und ihr seid auch noch zu Hause. Und es gibt halt nichts mehr in nächster Umgebung. Perfekt. Das heißt, die anderen machen die in 6 Stunden die letzten Hansel einsammeln. Mauerbohrer erforscht. So. Da ist ein Platz davon. Da ist ein Platz. Da ist aber noch ein anderes Gebäude davor. Noch irgendwo Mauerbohrer? Nö, also den da schnell hinbatzen. So, an diesem Mauerbohrer kommt natürlich noch... Ja, machen wir hier so den Weg. Weiß nicht, ob das was bringt. Was mit dem hier? Dieses Sägewerk ist eh gleich um. Dann machen wir weiter. Dann können wir dich abbauen. Und weg. Sobald er fertig ist, kommt da noch ein Mauerbohrer hin. Die Forschung. Die Dinger könnten wir jetzt noch... Ne, da kann man noch Maschinen reinmachen. Effektiver kriegen wir sie nur hier rüber. Also machen wir sie nochmal effektiver. Generatorleistung, ja, die machen wir dann auch noch. Hier geht eine Maschine rein, so. Reiß mal ab, das Ding da. Perfekt. Mauerbohrer, dahin. So. Machen wir einfach. Die warten da jetzt auf die Überlebenden. So, die nimmt er jetzt mit nach Hause und damit müsste das fertig sein. Mich stört, dass ich die da oben verloren habe. Das ist so total dumm.
Hier ist noch ein Lager vulkanisch gewesen. Scheiße, warum ist das. Achso, das jetzt erst aufgetaucht, ja. Wie viele Stunden brauchen die? Einen Tag. Und einen Tag zurück, ja, das reicht wieder nicht. Weil da steht zwar 3 Tage dran, die ich noch Zeit habe, aber ich kenne das Spiel ja mittlerweile, das ist ja vollkommener Quatsch nachher. Ah. So, was haben wir denn? Das ist erforscht, perfekt. So, wir brauchen jetzt den Generator auf die Stufe 3. 120 Holz. Och, Mensch, wegen 4 Holz. So, jetzt aber. Müssen wir das jetzt schon forschen? Dann verbraucht er ja nochmal mehr Kohle. Wir machen erst die Effizienz. Die Zeit muss ja reichen dafür. So, bastel mal das Gebäude hier drüben fertig. Komm, zieh hoch. Perfekt. Roboter rein. So, dann wollen wir mal schauen. Was sagt denn jetzt die Holzproduktion? 600 noch was. Das heißt, wir können die Kohle-Dinger wieder anmachen. Die ja nun aus waren. Können wir davon alle wieder anmachen? Das ist einfach mal. So, ja, wir machen immer noch Holz plus. Perfekt, haben wir das gerettet. Oh Gott. Ich dachte schon, wir verrecken daran. Kurzzeitig, dass das Holz nicht mehr reicht. Dieses Sägewerk ist jetzt komplett leer, es kann halt auch weg. Jetzt haben wir gar keine Sägewerke mehr, ne? Ne. Liegt also kein Holz mehr bei mir irgendwo rum. Das können wir hier mal kurz checken. Sägewerke. Da ist noch eine kleine Ecke. Wir könnten. Und wir tun es. Habe ich bloß keine Maschine für. Warte mal, wenn ich dafür keine Maschine habe. Nee, dann lassen wir das. So, wir müssen noch Häuser aufwerten. Wir müssen noch Forschung machen. Wir warten also erstmal die Forschung noch ab. Unzufriedenheit sinkt, ja. Die interessiert mich auch nicht so wirklich. Wie sieht es jetzt mit der Kohle dahinter aus? 800 noch was. Und auf der Seite? Ach, das sind 2 Haufen. Mensch. Ich krieg. Ja, die sind zurückgekehrt. Ja, überleben die rettet. Super. Sind das jetzt 2 oder ist das einer? Sieht komisch aus. Ach, was weiß ich. So, was haben wir hier unten noch? Die Hoffnung sinkt. Die Hoffnung ist egal. Dieser Arbeitsplatz ist den ganzen Tag lang inaktiv. Angst vor dem Sturm. Nee, es zwingt sie zu arbeiten. So, sind alle Handel zu Hause jetzt? Oder? Ja, okay, da kommt die absolute Kälte. Gut, dann Forschung, werd fertig. So, Generatorleistung. Wir brauchen neue Lager für die Kohle. Brauchen wir da 20 Stahl und 40 Holz. Wieso ist denn das Holz jetzt schon wieder im Minus gefühlt? Macht doch noch Plus. Komm. Ach, 40 waren das. Komm, komm, komm. So. Ein Lager eh. Da können wir uns nicht leisten. So, gibt's. Gab's bei Glaube noch was? Nö, ich glaube bei Glaube gibt's nichts mehr. Da sind wir komplett durch. Okay, damit ist der Zweck zumindest durch. Und bei der Anpassung, ja, wie gesagt, Kampfarieren wollen wir nicht. Notfallsachen haben wir. Was haben wir hier? Verwendet medizinische Einrichtung Triage, um sofort die Hälfte der Patienten zu heilen und ein Viertel stirbt sofort. Hilft zu heilen. Ein paar, die verrecken, ist vielleicht auch nicht so schlimm, oder?
So, Nahrung ist halt schon wieder voll. Okay. Machen wir das. Weniger Leute heißt natürlich wieder weniger Verbrauch. Hear me, new law in the city. Ich brauche hier mal irgend so ein Gebetshaus da. Die hier sind noch nicht fertig. Wo ist denn das mit den Peitschen hier? Da ist der Glaubenshüter. Muss mir das mal merken, der ist halt hinter dem Rauch hier. Hier peitscht euch mal, betet mal und all so ein Quatsch. Hauptsache die Unzufriedenheit geht weg. So, was haben wir jetzt? Der Generator ist bereit. Perfekt. Wie warm ist denn das jetzt bei mir? Ist doch alles geil, oder? People of God, our wise leader declares work done for today. So, wir fahren den wieder runter, oder? Ja. Noch ist es nicht ultra kalt. Das können wir uns noch ein bisschen sparen. Aber hier geht's jetzt ab. Da. Da ist denn Endzeit. Das mit dem Außenposten hat nicht geklappt. Der Rest ist durch. 2 Tage, 11 Stunden. Was ist hier alles ausgegangen jetzt? Die Sammelstellen haben nichts mehr, oder was? Ach, wegen der Lagerkapazität. Quatsch. Depot. Depot. Kohle. Depot. Forschung. Ne, sind Kohle verbrauchen wir mal. Die Heizkörper Effizienz vielleicht? Wobei Heizkörper sind nicht die, die die Kohle fressen. Was haben wir denn hier? Zusätzliche Speer, bla bla bla. Hier die Roboter vielleicht mit 120, dass die noch schneller sind. Dann haben die 90% Effizienz. Das ist eine Möglichkeit. Wetter, das Sägewerkradius. Ne, das brauchen wir nicht mehr. Stahl brauchen wir nicht. Dampfding davon. Da arbeiten die Maschinen, das ist auch nicht so schlimm. 15% schnellere Kohlehaufenproduktion. Denn eher schnelleres Sammeln nochmal. Dank fortschrittlicher Arbeitsorganisation werden Rohstoffe aus Kohle. Ja, okay, das müssen wir dann machen noch. So. Ja, kommt das erforscht jetzt noch? Dann geht gleich der Winter ab. Kampf um Vorräte. Ja, haltet mich auf dem Laufenden. Oh, Unzufriedenheit steigt mal wieder, die Affenköppe. So, mehr Kohle lagern. Wie sieht's mit der Nahrung aus? Etwa 7 Tage. Noch mehr Kohle. Häuser ausbauen. Ja, machen wir erstmal die. Ihr jammert immer rum, warum denn? Brace yourselves. Cold is coming. Ich habe immer noch einen Roboter verfügbar. Wann mal, was ist denn, wenn wir den hier in irgendeine Gebäude drin stopfen? Wo die sonst mit Menschen sammeln. Get to work. Praise our glorious leader with your labors. So, was haben wir hier schon wieder? Wir haben Holz für alle. Was? Du hast 24 Stunden 960 Holz. Nee, haben wir nicht. Einwohner könnten verletzt werden. Ach, Vorratslager wurden die stürmt. Die Unzufriedenheit steigt an, die Hoffnung sinkt. Die Stadt kommt zuerst, löst die Menge auf. Ja, komm, löst die auf, die Pfeifenköppe.
So, wir haben 32 Obdachlose, weil wir die Häuser gerade aufwerten. Klack, 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 klack. Haus, 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 Haus. Gott, die Kälte zieht jetzt gleich durch. Ein Tag, 80 Stunden. Die Forschung ist aber gleich nochmal durch. Was ist denn mit dem Holz los? Der steht da immer noch, dass wir Plus machen. Hm. Immer dieses Holz ist uns ausgegangen, Holz ist uns ausgegangen, Holz ist uns ausgegangen. Die ganze Zeit. Warum? Ich dachte, ich mache Holz Plus. Hier steht immer noch Holz, die Wind dran. Das verstehe ich noch nicht so ganz. So, dann die nächste Forschung. Kohlegeneratoren und Dampfkohlegeneratoren produzieren 5 Kohle hoffentlich schneller. Das ist halt bloß, dass die schneller produziert werden. Momentan sind sie ja noch da. Das große Lager vielleicht, aber das Lager ist halt insgesamt selbst nochmal so teuer. Wie viel mehr kann es denn lagern? Das ist ja die Frage. Hm. Wissen nicht. Ist ja mehr so ein Platzmangelproblem denn. So, Nahrung, gibt es hier noch irgendwas? Als Häuser billiger sind. Ja, okay, das hätte ich vielleicht früher doch nochmal machen können. Krankenhäuser brauchen weniger Leute, ist unwichtig. Heilen Leute schneller, ist vielleicht ganz nett. Brauche ich aber nicht unbedingt. Wir könnten die Sammelstellen bessere Wärmedämmung geben. Das können wir ruhig machen, komm. So, wir haben jetzt wohl noch ein bisschen Holz. Wir machen die zwei Häuser hier auf jeden Fall noch. Und der innere Kreis, ja, da müssen wir halt schauen. Die sind halt so nah am Generator, dass ich hoffe, dass das reicht. Andererseits reicht es irgendwie auch wieder nicht. Aber wir haben kaum noch Zeit dafür. Dann sind jetzt ein paar Obdachlose, ein paar Kranken, ein paar hungern. Ja, ja. Mögen sie in Frieden ruhen, Selbstmord. Okay. Ist dem so. Wir hatten sich hier umgebracht aus der Sammelstelle. Naja, gut. Ganze Zeit in der Kohlemine schuften, aber gut, die verrecken sonst halt alle. Was soll man machen? Wir müssen ja irgendwie jetzt klarkommen hier. Das überleben wir nicht. Für 5 Tage habe ich Kohle, für 7 Tage Nahrung. Hört auf hier schon wieder um zu jammern. Gib mir mal so eine Sammelstelle, Mensch. Ich drück doch hier schon hin. So, die Sammelstellen arbeiten bitte nochmal komplette Schicht. Ah, zumindest anteilig. So. Das sind die Schreine. Feldküche, Feldküche, Glaubenshüter, die können wir auch nicht mehr machen, gut. Was haben wir hier? Achso, weil Stahl mittlerweile voll ist. Jetzt habe ich schon zu viel Stahl. Wir kriegen einfach alle Häuser aufgepimpt. Das machen wir jetzt einfach, komm. Unzufriedenheit, ja, 71 Obdachlose, müssen wir mit leben. Was haben wir denn jetzt hier? 18 Stunden noch. Baut mal die Häuser schnell fertig. Häuser fertig machen, Häuser. Wärmedämmung ist erforscht für die Dinger. Wärmedämmung im Gesundheitswesen. Kohleminen brauchen wir jetzt nicht. Wir machen mal ein bisschen Vorspulen. Komm, wir packen das hier auch noch hier mit rein, dann produzieren die Kohlehaufen schneller, nicht dass die ausgehen. Was haben wir hier? Ein paar Kranke oder was? Der Holzkohlenmeiler, aber ich dachte, die haben es doch schön warm in den Dingern. So, Holzproduktion passt immer noch, ja. Wie sieht es jetzt mit der Kohle aus? Okay, ich mache hier einfach mal ultra viel Kohle am Tag. Das ist doch schon geil. Das Lager ist halt schon wieder zu klein. Aber das Lager kostet, glaube ich, noch ein bisschen mehr.
Ja, 40 war das, genau. So, die 40 haben wir gerade wieder zusammengebastelt. Gut, da hätten wir keine Straße dran. Bauen wir das doch einfach hier hin. Für 6 Tage. So. Haben wir doch jetzt alles, oder nicht? Für etwa 6 Tage reicht die Kohle. So. Immer noch 6 Tage. Müssen wir sammeln. Notfallschicht. 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 Ah, mehr Notfallschichten machen wir, glaube ich, lieber nicht. Nicht, dass nachher noch mein Untergang wird. Glaubenskram geht ja, glaube ich, gerade noch nicht, ne? Der Glaubenshüterkram ist auch noch nicht so weit, in den Tempel auch nicht. Ne, gut, dann weiter. Ein paar Kranke, aber die müssten wir gleich wieder weggehen. Oder? Warum werden denn so heftig viele krank? Habe ich hier irgendwo eine Stelle, die so kalt ist, dass die alle krank werden? Ich mache den Generator mal auf die höchste Stufe pimpen jetzt. So, jetzt haben wir ja noch Kohle gespart, denke ich. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Stunden. 3 Stunden? 2 Stunden? 2 Stunden? Letzte Stunde? Also nicht ganz. 2 Stunden immer noch. Letzte Stunde. Die Kohle nur noch für etwa 4 Tage. Ach Gott, weil der Generator jetzt hochgefahren ist. Ach du Scheiße. Es verbraucht so viel mehr, dass es... Unzufriedenheit geht jetzt ein Stück hoch. Was kaltes zu Hause? Sturm erreicht die Stadt. Ein tosender Sturm fegt über die Stadt. Der Generator ächzt und knarkt. Knackt. Ich dachte knarzt. Unter der Kraft des Windes. Blasse Gesichter wenden sich zu den scheppernden Fenstern. Zitternde Lippen sprechen Gebete. Ja, minus 80 Grad, vollkommener kranker Quatsch. Die Kälte wird grausam sein. Jagen ist unmöglich. Die Erde in den Treibhäusern wird gefrieren. Wir werden mit den Nahrungsmitteln auskommen müssen, die wir gelagert haben. Achso, aber die Kohle nicht? Die Kohle läuft weiter? Ich dachte mal, ich brauche halt so ultra viel Kohle. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur überleben den Sturm. Aber wie lange? Das heißt, ja, 7 Tage soll ich sparen. Essen reicht für etwa 7 Tage. Wir könnten aber in den Speisehäusern im Notfall auch noch Suppen einfach machen. Dann reicht da auch nochmal mehr. Dann holen die aus dem nochmal ein bisschen mehr raus. Perfekt. Die Krankenhäuser kann ich... Achso, wegen den die Kranken nochmal verringern. Okay. Unzufriedenheit sinkt. Naja, das bisschen da, na gut. Besser als nix. Ah, hier kriegen wir gerade noch nichts durch. Ja, okay. Das heißt, ich muss jetzt wirklich einfach nur durchhalten. Gucken wir uns mal die Karte groß an, wa? Ich kann nicht mehr raussuchen. Das geht nicht, okay. Das heißt, das hier ist unser Ende. Oder was? Ob es danach weitergeht? Bin ich mal gespannt. So, können wir aber jetzt einfach vorspulen. Kohle reicht noch für etwa 5 Tage. Ich sollte für 7 Tage lagern. Woher wissen die eigentlich, dass es schon 7 Tage dauert? Anhand ihrer Spektrallinsenmessung? Wenn Kohlhaufen schneller produziert. Wir forschen aber auch gerade nichts. Wir könnten ja noch weiter forschen, oder? Wir könnten ja zum Beispiel die Heizkörpereffizienz, auch wenn das nicht allzu viel macht. Komm, forschen wir das. Weil ich glaube, Heizkörper ist das, was wir am wenigsten verbrauchen. Ja, 120, also. Wie sieht's aus mit der krankheitsmäßigen Ecke hier? Naja, die... Schwierig. Es sind halt etliche Gebäude kälter als erwartet.
5 erfrieren. Das Kinderheim braucht eine Heizung. Was ist denn das hier neben? Sanitätsstation, okay. Können hier noch anmachen. Was ist denn, wenn wir hier vielleicht noch so ein Ding reinsetzen? So ein Hitzeteil. Verbraucht man zwar noch ein bisschen mehr Kohle. Was mit dem hier? Lagerkapazität, ach, die Kohle ist schon wieder voll. Wir halten die Kohle sogar noch. Cool. Aber dann kann ich doch auch den hier einfach mal kurz overdriven, oder? Jetzt ist allen mollig warm, dann werden nicht so viel krank. Hoffe ich mal. So, wir haben hier noch eine Hitzeecke mehr. Hier oben arbeiten da Menschen oder arbeiten da Maschinen? Arbeiten Menschen, ja. Das heißt, hier könnte ich eventuell auch nochmal so ein Wärmeding kurz zubauen. So, die Kranken sind alle auf irgendwelchen Stationen. Gibt es hier noch irgendwas Neues jetzt? Nö, ich könnte halt bloß ein paar Kranke quasi die Beine abschneiden lassen. Dass ich nochmal, dass die vielleicht gesund werden, falls die Häuser überlasten. Aber ansonsten, ich könnte noch ein Lager bauen fürs Stahl. Damit wir, falls es danach weitergeht, noch mehr Stahl lagern können. Ja. Gut, dass die Maschinen halt die ganze Zeit jetzt arbeiten. Ich glaube, die sind absolut notwendig. So, wir haben gesagt, wegen Stahl. So, damit ist das Stahl erstmal lagern möglich, wie blöde, wie sonst was. Wir können noch ein bisschen mehr Kohle lagern lassen. Noch ein bisschen mehr Kohle lagern lassen. Wir könnten eigentlich bei den, na gut, Nahrung brauchen wir jetzt nicht mehr, die sinkt ja sowieso nur noch. Aber noch ein bisschen Kohle. Der Generator ist halt völlig überhitzt, den machen wir mal runterschalten. Ja, und jetzt heißt es einfach nur, jetzt ist es wohl ein bisschen leiser geworden, wa? Jetzt ist es noch kälter geworden, oder? Ach du Scheiße, jetzt geht's erst richtig ab. Zwischen wäre am besten. Wir brauchen nur noch einen Weg zwischen. War ja auch nicht besser, oder? Ich wollte den unten halt mit reinkriegen. Kann man es ja auch einfach hier hinbauen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Minus 100 Grad. Und es wird immer kälter. Generator Reichweite, weiß ich nicht. Dann verbraucht er halt noch mehr Kohle. Wie ist eigentlich mein Kohleverbrauch? Bin noch ein bisschen drin. Sinkt der ja nicht wirklich. Der müsste ja so halten. Aber ich kann jetzt auch nicht allzu viel mehr erforschen, außer die Reichweite. Und die fortschrittlichen Heizkörper, ja, da können die noch eine Stufe mehr rennen. Für die einzelnen Gebäude. Na, da können wir auch das mit der Überbrückung immer wieder an- und ausmachen, oder? Schwierig. Gibt es ja bei Rohstoffe jetzt noch irgendwas Geiles? Das große Rohstofflager maximal. Aber ansonsten. Was ist denn hier mit den Maschinen? Die noch besser machen. So, jetzt müsste es doch da drüben wärmer werden, oder nicht? Ich habe da noch so ein Teil jetzt stehen. 24 Stunden lang. Hilft das nicht? Ist immer noch alles kalt. Das ist ja ein bisschen bescheiden. Ist wirklich ein bisschen bescheiden jetzt, wenn ich hier die Dinger überall hinsetzen kann und es immer noch nicht ausreicht.
Das heißt, ich muss ja auch noch überall die Heizungen anschmeißen. Besonders im Krankenhaus und im Pflegeheim. Was ist hier los? Schweißhaus hat da keinen Arm mehr. Ja, das wissen wir ja. Da kommt jetzt auch erstmal nichts. Und auch in diesem Speisehaus kommt erstmal nichts. Heizen die denn noch weiter? Nö, mach mal aus, oder? Ist hier irgendwer umgefallen oder was? Nee, in irgendwas mit 9 von 10, was ist denn da? Glaubenshüter. Naja, den packt er wohl einen rein. So, wir können mal ein bisschen das hier machen. Das hier machen und das da machen. Können wir noch ein bisschen rumbeten. So, nicht, dass irgendwas zwischendurch mit der Unzufriedenheit abgeht. Das haben wir da auch alles gesenkt. Das haben wir hier unten. Frieden, die sich auch noch einen Arsch ab. Ja, dann müssen wir die Beute... Holzkohlenmeiler. Kann ich die aufwerten, dass die eine bessere Dämmung haben? Die sind alle wegen dem Winter außer Betrieb. Darum ist dieses Symbol da dran. Warte mal, dann mache ich die doch alle mal aus. Damit ich das nicht sehen muss und mich das rote Symbol so ein bisschen verwirrt. So, dann haben wir hier noch zwei Sachen, die zu kalt sind. Dieses Krankenhaus und das Kinderheim. Ja, da müssen wir was gegen machen. So, was ist denn noch zu kalt? Die Glaubenshüter, ja, dann machen wir die auch noch wärmer. So, die Automaten sind jetzt besser beschäftigt. Damit kann man sanitär und da... Wir könnten sie jetzt erforschen, dass wir sie noch billiger rankriegen. Prothesen könnten wir billiger machen. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. Ja, wir könnten die Roboter billiger machen. Das ist eine Idee. Die Generatorreichweite ist auch noch eine. Ja, wir machen das mal mit der Generatorreichweite. Nicht, dass sie jetzt alle wegen der Krankheit wegnippeln. Im Notfall müssen wir sogar noch ein Krankenhaus bauen. Wie sieht's aus mit dem Kohleverbrauch? Ist noch ganz leicht im Plus. Könnte also sich gleich senken. So, hier fehlt wohl einer. Obwohl, es ist immer noch viel zu kalt in dem Holzkohlenmeiler. Das lohnt sich hier drüben gerade halt nicht. Der hier ist auch zu kalt. Hier, vielleicht werden so viele krank, wir machen den mal aus. Können die Leute eigentlich drinnen lassen, oder? Die habe ich bei meiner auch nicht abgezogen. Oder habe ich die in den Speisehäusern abgezogen? Wo ist denn jetzt hier das Speisehaus? Das war da hier. Nö, die haben wir drinnen lassen, gut. Was haben wir denn hier oben? Die Werkstätten sind zu kalt. Aber gerade wieder nicht. Dampfkohlengenerator. Da arbeiten tatsächlich Menschen drinnen, ja. Aber die Lagerkapazität ist schon wieder erreicht, was? Wie ist erreicht? Von dem Kohleding dahinter, oder was? Komm, wir brauchen die Kohle. Das heißt, ihr dürft auf gar keinen Fall... Und wir haben die Heizkörper ja sowieso verbessert. Die Heizkörper sind also nicht das Problem. Gut, Nahrung haben wir noch, ja? 6 Tage, perfekt. Gut, dann schauen wir uns mal an, ob wir nächste Mal durch den Sturm kommen. Das war's für heute. Bisher sieht es doch erstmal noch ganz gut aus. Ich mache mir halt ein bisschen Sorge mit etwa 4 Tage Kohle. Aber die produzieren halt auch weiter. Insofern sollte das funktionieren. Bis dahin würden wir mal sagen, schauen wir uns das nächste Mal an. Also, ciao, ciao.